Patrouille beendet. Alles ruhig in diesem Quadranten. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Ich finde ja den Buzz Lightyear echt niedlich, ne? Der ist ja so süß. Okay, wir gehen heute mal zu Woody. Entschuldigung, ich war jetzt gerade hier mit der Maus ein bisschen abgelenkt. Ja, denn ich soll ja mit ihm sprechen, ne? Das hatte ich ja völlig verplant gehabt. Gibt es hier eigentlich eine Kiste wieder mal so? Nee, hier nicht. Dann gehe ich mal rüber gucken. Oh, guck mal. Ach, ist der hübsch. Oh, den hätte ich auch gern zu Hause stehen. Ach, ist der hübsch. Mit roten Schleifchen und Zuckerstangen. Oh, schön. Der gefällt mir wirklich. So, wo musste ich jetzt hin? Ich bin jetzt falsch gelaufen, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Nee, wartet mal. Hä? Bin, glaube ich, zu weit. Ich muss hier runter. Hier muss ich hin. Die zweite Tür war das, ne? So, dann gehen wir nochmal in das Kinderzimmer von Bon... Oder auch nicht. Habe ich mich so geirrt? Entschuldigt, das war die falsche Tür. Ja, hier bin ich richtig. Hier ist das Kinderzimmer von Bonnie. Und Woody steht da oben. Alles klar. Woody, ich komme. Entschuldige, ich habe dich völlig verplant. Der ist aber größer als ich, ja? Naja gut, der ist ja auch ein Mann, ein Cowboy. Howdy, Partner. Okay, Funny, wenn wir Bonnies Farm wieder so aufbauen wollen, wie sie sie zurückgelassen hat, müssen wir zuerst ein Gehege bauen, in dem das ganze Vieh leben kann. Oh. Im Zimmer sind viele Materialien verstreut, die wir dafür verwenden können. Aber ich glaube nicht, dass wir hier alles finden werden, was wir brauchen. Mach dir keine Sorgen, ich habe Buzz auf eine Aufklärungsmission geschickt. Er wird uns helfen, alles zu finden. Klug mitgedacht, du erweist dich wirklich als nützlich. Wenn du so weitermachst, wirst du bestimmt bald eines von Bonnies Lieblingsspielzeugen sein. Ich bin kein Spielzeug, aber danke. Oh nein, nicht so, nicht noch ein Spielzeug, das sich verleugnet. Okay, hör zu. Du bist... vergiss es. Sag mir einfach, was ich brauche, um Bonnies Farm zu reparieren. Naja, du kannst damit beginnen, einige der im Raum verstreuten Rohrreiniger und Eisstiele einzusammeln. Super, ich werde sie einsammeln. Oh, und pass auf, sie scheinen an einigen Süßigkeiten zu kleben. Auf dem Boden liegen auch eine Menge Papier. Keine Sorge, meine bewährte Spitzhacke und Schaufel sollten das alles schaffen. Toll, wenn du das alles hast, bring es mir. In der Zwischenzeit werde ich versuchen herauszufinden, wie ich alles zusammensetzen kann. Großartig! Gut, Eisstiele 8 und Pfeifenputzer 5. Na gut, das sollte ja kein Problem sein. Das waren doch hier diese Teile, ne? So, brauchte ich das jetzt, muss ich das jetzt mit der Hacke machen? Nein, mit der Schaufel? Na, lass es mal eine Gießkanne. Aha, mit der Schaufel. Alles klar. Sehr gut, sehr gut. Das sollte ich doch hinkriegen. So, was haben wir hier nochmal? Gar nichts, ne? Nein. Ich guck lieber nochmal in jede Ecke. Man weiß ja nie. Wartet, hier ist noch ein Schrank. Hier war auch was. So, und hierfür brauche ich bestimmt eine Spitzhacke. Ja. Erstmal auf die Lolli gehauen. Okay. Ich gucke hier nochmal in die Ecke. Nein, hier war nichts. Alles Klärchen. Da haben wir noch was. So, dann brauche ich wieder die Schaufel. Sehr gut. Da haben wir... Ah, hier ist auch nochmal Schaufel und Spitzhacke. So, Spitzhacke. Vielleicht sollte ich mal davon ein Bild machen. Einen Moment mal. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, ne? So, So, einmal das. Ah ja, okay, mache ein Bild, habe ich gemacht. Gut, habe dafür jetzt auch gleich wieder ein paar Dreamlights gekriegt. So, dann war hier auf jeden Fall noch was. Ah, auch nochmal Lollipop.
Ja, die Ansicht. Mega schlimm. So. War hier vorne nicht auch noch irgendwas? Hatte ich hier nicht irgendwo? Kann ich das hier auch wegmachen? Nee, ne? Nee, das sind, glaube ich, die Tiere für den Bauernhof. Die kommen bestimmt noch zum Einsammeln. So. Jetzt brauche ich noch einmal Pfeifenputzer und zweimal Eisstiele. Okay. Na komm, hier ran. So. Dann habe ich hier noch mal... Nein, ich brauche die Spitzhacke. Einmal raufgehauen. So. Oh, ich habe schon alle Materialien. Okay, alles klar. Ich dachte, mir fehlt da noch was. Woody, du siehst aber irgendwie... Na, von wegen, du machst hier irgendwas. Ich mache hier alles alleine. So, bitteschön. Hey, howdy, hey. Das sieht großartig aus. Danke, dass du alles hinbekommen hast. Aber wir brauchen noch ein paar Dinge, um Bonnies Farm wieder aufzubauen. Was brauchen wir? Naja, Bonnie hat diese riesigen gelben Gänseblümchen über der Farm gemalt. Überlass die einfach mir. Ich werde gelbe Gänseblümchen in mein Dorf finden. Mhm. Klingt gut, Partnerin. Oh, aber wir brauchen auch etwas, das alles zusammenhält. Kaugummi? Das könnte funktionieren. Aber Bonnie kaut keinen Kaugummi. Also bezweifle ich, dass wir einen finden würden. Moment, sagtest du nicht, du hättest Buzz auf eine Aufklärungsmission geschickt? Vielleicht hat er etwas gefunden, das wir verwenden können. Gute Idee, ich spreche mit Buzz in meinem Dorf. Gut, bring dann alles zu mir zurück und ich fange an, es zusammenzustellen. Bis bald, Partner. Alles klar, ja, bis bald. Woody, wollen wir auch noch mal ein Bild zusammen machen? Ja, mein Freund, wollen wir? Wollen wir? Ja, wir wollen. So. Das machen wir mal sicherheitshalber, ne? So, okay, perfekto. Ich habe im Übrigen wieder meine Wollmütze aufgezogen. Ich fand Merlins Hut auf Dauer nicht mehr so toll. Die hier wärmt wenigstens meine Öhrchen. So. Gelbes Gänseblümchen. Ja. Habe ich die nicht noch irgendwie in meiner Kiste? Kann ich die verwenden? Oder wartet mal. Ich kann ja mal gucken, wo ich die überhaupt finde. So, Sammlungen. Gänseblümchen. Gelbes Gänseblümchen. Friedliche Wiese. Naja, ist doch in Ordnung. Ist doch alles hier. Dann versuche ich die mal zu sammeln. Mal gucken. Oh! Guck mal, hier liegt Geschenkpapier. Das ist mir schon aufgefallen, als ich hier offscreen mal ein bisschen was gemacht habe. Sind das die Gänseblümchen? Nein, das sind die nicht. Was? Ich komme gleich, ja? Mein Freund. Habe ich das nicht aufgesammelt? Oder habe ich jetzt zwei? Nee, ich habe zwei. Denn man kann mit dem Geschenkpapier noch schöne Dinge herstellen, habe ich gesehen. Das können wir ja gerne mal versuchen. Aber ich brauche jetzt erstmal Gänseblümchen. Du bist ein Gänseblümchen, oder? Ja, du bist ein Gänseblümchen. Und ich habe noch ein bisschen was, an Aufgaben erledigen können in dem Event, wenn ihr wisst, was ich meine. Da habe ich doch immer die Dinge, die ich freischalten kann. Und ich habe... und ich habe noch mehr freischalten können. Oh, schön. Ganz viel Geschenkpapier. Das müssen wir unbedingt einsammeln. Bloß nichts liegen lassen. So, ich gucke jetzt nochmal hier, ob hier noch irgendwas liegt. Oder hier hinten. Ah, Gott sei Dank, kein Sammeldings. Wo eine Kiste rauskommt, meine ich. So, ich habe auch mal eine Kiste hier rausgestellt. Hier mache ich immer die ganzen Samen rein. So. Okay, und jetzt gehen wir zum Buzz. Denn wir müssen ja mit dem Herrn reden. Buzz, bleib hier. Entschuldigung. Ja, hallo. Hi. Fanny, wie läuft die Mission?
Wir haben jetzt fast alles außer etwas, das Bonnies Farm zusammenhält. Ja. Kein Grund zur Sorge. Bei einer Erkundung des Tals habe ich genau das Richtige gefunden. Es ist ein extrem leistungsstarker Haftkleber. Oh. Laut Verpackung ist es stark genug, um einen zerbrochenen Hammer zu reparieren. Wir wissen ja, wie viel die aushalten können. Wahnsinn! Ich wusste nicht, dass wir so etwas in Dreamlight Valley haben. Zeig mal. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Partex oder was? Gute Arbeit, Space Ranger. Ich mache alles, um Bonnie zu helfen. Oh, super. Okay, wunderbar. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder zu... Ich hatte keine Vorstellung, wie weit ich komme. So, wo die gehen? Das sah tatsächlich aus wie Patex, ne? Na gut. So, dann bin ich mal gespannt, ob der Herr Woody die Farm jetzt zusammenbauen kann. So, Woody. Hier hast du alles. Den Haftkleber und die Blümchen. Wie er sich freut. Howdy, Partner. Gut gemacht, Partnerin. Diese riesigen gelben Gänseblümchen werden Bonnies Farm den letzten Schliff geben. Hey, es sieht so aus, als ob Buzz uns geholfen hat. Mit diesem Kleber sollte es klappen. Eigentlich ist es ein Haftkleber. Sehr futuristisch. Du klingst wie Buzz, als ich ihn kennengelernt habe. Naja, es sieht so aus, als hätten wir alles. Jetzt sollten wir versuchen, alles zusammenzubauen. Ich treffe dich unten neben dem Bett, wenn alles aufgebaut ist. Okay. Hier neben das Bett oder... Ah ja, hier. Ach, süß. Danke fürs Vorbeikommen. Würdest du dir das mal ansehen? Bonnies Farm sieht toll aus. Sie sieht so hübsch aus, genauso aus wie auf den Zeichnungen von Bonnie. Ja, es ist, als wäre sie direkt aus der Seite gesprungen. Oh, dich hätte ich es... Nee, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Fanny. Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Als Bonnies Bauernhof umgeworfen wurde, wurden all ihre Origami-Tiere im Zimmer verstreut. Wir müssen das Zimmer durchsuchen und sie zusammentreiben. Großartig! Na klar, kriegen wir hin. Guck mal, hier ist ein Schmetterling. Oder was ist das? Ja, ein Schmetterling, glaube ich. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das schaffen wir. Hier ist noch der Elefant. So, 5 muss ich finden. Hier ist noch der Pinguin. So, noch 2 Stück. Noch ein Elefant. So, noch ein Tier und dann haben wir es. Im Schrank, glaube ich, lag es. Da vorne lag es. Eine Schildkröte. So. Sehr schön. Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen mit dem kleinen Bauernhof. So, Woody, ich hab es. Also, ein Origami-Tier. Achso, sind alles Origami-Tiere. Okay, alles gut. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Hey, howdy, hey. Gut gemacht, Fanny. Ich werde sie auf Bonnies Farm stellen. Oh. Hey, howdy, hey. Die Farm sieht noch besser aus, als bevor Bonnie ging. Sie wird sehr glücklich sein. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, Partnerin. Du weißt wirklich, was es heißt, ein Spielzeug zu sein. Woody, du verbringst so viel Zeit damit, andere glücklich zu machen. Warum nimmst du dir nicht einen kleinen Urlaub und kommst in mein Dorf? Was wartet schon auf dich? Dein Dorf? Wo ist das? Es ist ein Ort namens Dreamlight Valley, an dem niemand jemals erwachsen werden muss, an dem Spielzeuge nie verloren gehen, an dem immer ein Hauch von Magie in der Luft liegt. Oh ja, das ist schön. Wow, das klingt ziemlich unglaublich. Da Bonnie und ihre Familie noch nicht von ihrer Reise zurück sind, könnte ich wohl auf Besuch kommen. Es gibt hier nicht viel für mich zu tun, bis sie zurück sind. Großartig, ich richte im Dorf einen Platz für dich ein. Großartig! Oh, schön, aber erstmal nochmal ein Foto, meine Lieben. Es tut mir leid. So, dann mache ich ein Dingensbild. Wartet mal. Kann ich... Nee, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz noch mal ein bisschen...
ein bisschen laufen. So. Nochmal. So. Wobei mir das jetzt immer noch nicht gefällt. Ein Moment. So vielleicht. So. Ja, ich glaube, so ist besser. So ist besser. Okay, wunderbar. Ich glaube, das wird mein Screenshot. So, platziere Woodys Karussell. Oh, es gibt ein Karussell? Woody wohnt in einem Karussell? Aber daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Naja gut, ich glaube, Buzz Lightyear hat jetzt auch nicht wirklich in einem Wohnmobil gewohnt, oder? Naja, ist ja auch egal. Oh Mann, ich hoffe nur, es kostet mich nicht wieder allzu viel Geld. Bestimmt wieder 10.000 oder so. Gut, jetzt ist die Frage, wo stellen wir das hin? In die Nähe von Buzz? Also ich muss jetzt erstmal gucken, wie groß das überhaupt ist. Oh, das kostet jetzt schon ein bisschen mehr Platz. Wenn ich das hier so hinstelle. So einmal drehen. Nee, in die andere Richtung, wenn es geht. In die hier. Ja, ich muss dann unbedingt mal gucken, dass ich das mal, alles umstelle irgendwie. Einen schönen Tag noch! Du willst also im Dorf ein Zuhause für den kleinen Sheriff mit der Zugschnur bauen? Ei, ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Ich habe genau das Richtige auf Lager. Es ist ein altes Karussell. Vor dem Vergessen hat Merlin Woody geholfen, indem er es mit allerlei Verzauberung versehen hat. Das klingt perfekt. Ach, aber ich fürchte, es ist nicht mehr so ein Hingucker, wie es einmal war. Es wurde stark beschädigt. Es wird einiges an Arbeit nötig sein, um es wiederherzustellen, mit all den Verzauberungen. Nun, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Hol es einfach aus dem Lager und ich erledige den Rest. Sicherlich, es wird natürlich eine kleine Verwaltungsgebühr fällig. Ah, ich habe mir schon gedacht, 10.000, na gut. Aber ich habe ja 36 gehabt. Wohl bemerkt. Gut, es wird eine Menge Spucke und Politur brauchen. Aber keine Sorge, ich verspreche dir, du wirst die Investition nicht bereuen. Wenn du es erst einmal repariert hast, wirst du sehen, es hat etwas Magisches an sich. Jetzt bin ich mal gespannt. Heiße Woody, willkommen. Da ist er. So, da mache ich jetzt auch wieder ein Bildchen. Ja, wobei, wartet mal, wenn ich das jetzt einen auf diesen mache und der mich bücke. Ja, ist, glaube ich, besser. Nein, das war falsch. Verdammt. Moment. Nochmal abbrechen. Ja, jetzt habe ich die Augen zu. Wartet mal. Ja, sehr gut. So ist gut. So. Wow. Hier drüben, ich brauche Hilfe. Ja, Woody, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Die sind cool. Ich mag die beiden. Na, sieh mal eine an. Das ist so ziemlich der schnellste Wachstumsschub, den ich je gesehen habe. Ich glaube, dieser Ort ist genauso magisch, wie du gesagt hast. Hm, weißt du, es ist komisch, jetzt wo ich dich so viel größer sehe. Kommst du mir irgendwie bekannt vor, Partnerin? Das ist nicht das erste Mal, dass du in Dreamlight Valley bist. Oder dass wir uns zum ersten Mal treffen. Alles ist ein bisschen nebulös, aber ich habe hier viel Zeit verbracht, oder? Vor langer Zeit, vor dem...
vor dem Vergessen. Keine Sorge, deine Erinnerungen werden mit der Zeit zurückkommen. Und du? Nun, du warst damals noch ein Kind, oder? Jetzt bist du wohl erwachsen, was? Danke, dass du so ein tolles Kind warst. Weißt du, ich bin noch nie dazu gekommen, das jemand direkt zu sagen. Oh, ist der nett. Danke, dass du mein Spielzeug bist, Woody. Du bist mein Lieblingshilfs-Sheriff, genau. Hey, hey, und du meinst Partnerin. Nun, ich denke, ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, ob ich den Leuten helfen kann, wenn ich schon mal hier bin. Hier gibt es eine Menge zu tun. Ich kann jede Hilfe brauchen, die ich bekommen kann. Nun, du kannst auf mich zählen, Partnerin. Vielleicht könnte ich ein Kumpelsystem aufbauen, um sicherzustellen, dass niemand verloren geht. Oder ein Treffen zur Sensibilisierung für Kunststoffkorrosion abhalten. Ich wette, dass einige Leute an die Gefahren durch Lüftungsschlitze und Gitter erinnert werden sollten. Weißt du, ich glaube, ich werde diesen Ort mögen. So muss es sich anfühlen, wenn jemand einen Haufen seiner alten Lieblingsspielzeuge auf den Dachboden findet. Wow, oh, schön. Ich bin beeindruckt. Ich auch, Woody. Viel Spaß. Viel Spaß. So, meine Lieben, wir gehen mal kurz zu Woodys Karussell rein, ja? Also in das Karussell gehen wir jetzt rein. Betreten. Au. Oh, hier kann ich eine Menge zerdeppern. Kann ich nicht? Muss ich dafür meine Hacke haben? Okay, das geht gar nicht. Ich kann hier nichts zerdeppern. Ein Popcornstand. Ach, wie süß. Oh, ich will jetzt auch Popcorn. Süß bitte. Ich hätte gern einmal süßes Popcorn. Space Cran? Okay, aber damit kann man leider auch nicht spielen. Hier kann man nichts... Ist das... Das ist doch ein Fotoautomat. Voll cool. Kann ich da raufhauen? Nee. Okay, also hier gibt es erstmal nichts zu holen. Naja, das wird wahrscheinlich die nächste Aufgabe sein. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, komm, streicheln. Ja, mein kleiner Freund. So, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, das Karussell werde ich auf jeden Fall woanders auch hinstellen, da wo es mehr zur Geltung kommt. Mal gucken, ja? Ich habe ja noch eine Menge zu bauen, umzugestalten und so weiter. Ich weiß, ich schiebe das immer weiter nach hinten, aber irgendwann wird der Tag kommen. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Kommentare und auch für eure Däumchen, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, sprich morgen. Und ich wünsche euch noch einen super schönen vierten Advent. Genießt den Sonntag. Bis dann, bye bye.